Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreny und ich habe heute ein öffnendes Thema für dich, also dranbleiben. Es ist ja in der Energetik, in der Esoterik sehr verbreitet, dass man sich schützt. Ich merke das auch bei mir am Kanal, also wenn ich was mache zum Thema Schutz und Abgrenzung, das sind so Videos, das interessiert ganz viele Menschen. Also immer so dieses Gefühl, wie grenze ich mich denn ab, wie schütze ich mich denn? Ich habe da auch, wie gesagt, schon genug Material am Kanal, aber ich möchte heute mal über meine Top 3 Gründe reden, warum man möglichst offen sein sollte. Und das klingt jetzt vielleicht etwas schräg, weil ja, wie gesagt, jeder will nur geschützt sein. Aber es gibt gute Gründe. Grund Nummer 1. Du hast mehr Energie. Lass mich das kurz erläutern. Du kannst dir eigentlich vorstellen, ein verschlossenes Energiefeld ist eine geschlossene Faust und ein offenes Energiefeld ist eine offene Hand. Und wenn du dieses Bild mal nimmst, dann hältst du da eigentlich an einer Leere fest und mit der offenen Hand hast du eigentlich die Möglichkeit, die ganze Welt zu begreifen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du offen bist, fließt Energie rein. Und wenn Energie reinfließt, kannst du dich auch nicht so leicht verausgaben. Das heißt, du hast grundsätzlich einen höheren Energielevel. Wie kannst du das jetzt merken, ob du verschlossen bist eher oder eher offen bist? Und da geht es jetzt gar nicht darum, das jetzt in Bezug auf eine Person zu setzen, sondern auf das Leben an sich. Da würde ich dich einladen, mal eine Übung zu machen, und zwar den simplen Unterschied zwischen Ja und Nein. Ja und Nein. Also du kannst dann mal die Augen schließen und einfach mal bewusst Ja. Ja, ja sagen. Und du wirst merken, das ist eine öffnende Energie. Während wenn du Nein, Nein, Nein sagst, geht das Feld eher zu. Und das ist so der Unterschied zwischen offen und geschlossen. Also vom Gespür her, Ja macht auf, Nein verschließt eher. Und deshalb würde ich dich einladen, wirklich mal so in diese Öffnung, in diese Offenheit reinzugehen. Und du wirst merken, du hast einfach viel mehr Energie. Also du erschöpfst dich nicht so. Und darum ist es dann auch nicht so schwer, wenn man mal enttäuscht wird. Aber da komme ich dann beim dritten Punkt dazu. Punkt Nummer 2, warum du offen sein solltest. Du bist inspirierter. Inspiration ist eigentlich rund um dich herum, wenn du es erlaubst, dich inspirieren zu lassen. Und Inspiration kann von einem Käfer sein, der dir über den Weg krabbelt, das kann von einem Windhauch sein, das kann von einem Blatt sein, das sich im Wind bewegt, das kann von einem Ding sein, das du in der Auslage siehst, das kann von einem Gespräch sein, das du auf der Straße aufschnappst, das kann durch ein Inserat in der Zeitung kommen, das kann durch ein Video kommen, das du dir auf YouTube anschaust. Das heißt, Inspiration ist überall. Und wenn du offen bist, wirst du auch inspiriert, das heißt, du wirst in dir berührt und erblüht aus dir heraus. Und das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Punkt. Das heißt, erlaube dir, inspiriert zu werden. Und ein inspiriertes Leben ist letzten Endes ein erfülltes Leben. Und dann ist dieses Leben so bunt, so voll, so erfüllt. Da gibt es keinen Platz mehr für Langeweile, sondern du bist dann wirklich absolut inspiriert und absolut in Verbindung mit allem. Und das ist wirklich eine ganz, ganz gute Sache, dort zu sein, in dieser Inspiration. Also bleib offen und du bist inspiriert. Mein dritter Tipp zum Geöffnetsein, warum es gut ist, offen zu sein, offen auf die Welt zuzugehen, ist letzten Endes, weil du dadurch unverletzbarer wirst. Und viele Leute, die das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt abgrenzen, weil sie so gekränkt sind und so verletzt sind, erleben eigentlich alte Verletzungen immer wieder und sind gar nicht so offen, wie sie glauben. Sie haben zwar einen Schmerz, aber der wird nicht dadurch ausgelöst, dass sie so offen sind, sondern dass eine alte Verletzung angetriggert wird. Und das möchte ich dir jetzt kurz erklären, so vom Energetischen her. Normalerweise ist das Energiefeld, wenn man sagt, ein gesundes Energiefeld ist offen, das heißt, Energie fließt rein und es fließt raus, also es ist wie ein Austausch. Also kannst du dir das vorstellen.
Und wenn du jetzt enttäuscht wirst oder wenn du dich jetzt mal schreckst, dann mach das Feld zu. Ja, das schließt sich dann mal. Denk an eine Muschel, die dann zuklappt, oder eine Blüte, die sich schließt. Ja, die macht dann zu. Und es sollte aber dann, wenn das Feld gesund ist, diese Blüte wieder aufmachen und diese Verletzung einfach ausspucken und abgeben. Ja? Aber das passiert nicht, oder bei den wenigsten passiert es, denn die meisten Energiefelder machen zu und die Verletzung bleibt drinnen. Das ist der erste Eindruck, zum Beispiel die erste enttäuschte Liebe, die man immer noch nicht verdaut hat. Der Partner, an den du immer noch denkst, das ist wie ein Sandkorn, wie ein Schock, der in deinem Feld eigentlich feststeckt. Und durch ein Training des Energiefelds oder auch durch energetische Arbeit, was ja ich auch anbiete, geht es dann darum, dieses Feld wieder aufzumachen und diese Verletzung rauszuholen. Aber der Witz ist, da muss man zuerst aufmachen. Und jetzt sagt aber dein ganzes Feld und auch oft das Unterbewusstsein: Nein, ich mache nicht auf, weil ich will ja diesen Schmerz nie wieder fühlen. Aber in Wirklichkeit fühlst du permanent diesen Schmerz und diese Enttäuschung, und die kommt auch gar nicht raus. Das heißt, wenn jetzt wieder was Neues dazukommt, ein neuer Druck dazukommt, der dich da triggert, der drückt wieder auf diese alte Verletzung, auf das alte Sandkorn, das du drinnen hast, und deshalb wirkt das dann gleich viel massiver. Darum geht es eigentlich darum, dieses: Ja, ich lasse da jetzt los. Ja, ich vergebe mir, ich vergebe anderen, dass ich das mit mir habe machen lassen. Ja. Und dann wird das wieder weicher. Also Vergebung, das ist eben so eine Frequenz, die macht weicher. Am besten ist eigentlich, ich vergebe mir, dass ich das habe mit mir machen lassen. Denn wenn du jemanden anderen vergibst, jetzt rein von der Dynamik her, erhöhst du dich, stellst du dich über den anderen drüber, und das ist dann auch nicht gesund. Aber dann mache ich mal ein anderes Video darüber, warum Vergeben nicht so ideal ist. Du kannst dir selber vergeben, das ist super. Ne? Und dann wird eben das Feld weicher. Und wenn das aufgeht, kann man diese alte Verletzung nehmen und sie raustransformieren. Das ist allerdings sonst ganz schwer möglich, wenn da immer zu ist. Und jetzt glaubt man dann halt: Ja, ich bin so sensibel und werde immer verletzt und deshalb tut es weh. Aber in Wirklichkeit wiederholst du eigentlich nur die alte Verletzung, die drinnen steckt. Und darum ist es wichtig und wesentlich, da auch offen zu sein. Und wenn du offen bist, und jetzt kommt nämlich der Clou: Wenn du offen bist und du wirst verletzt, wie gesagt, Schock kommt rein, aber dein Feld sagt: Nee, das brauche ich jetzt nicht, das stört mich in meinem Fluss, und spuckt das wieder raus. Das heißt, du bist gar nicht mehr so lange gekränkt, so lange enttäuscht, so lange in dieser Enge drinnen, in dieser Schwere drinnen, weil dein Feld das wieder rauslöst. Und so bleibst du frei, offen und lebendig. Also schau, dass du es schaffst, dein Feld möglichst zu öffnen. Das wären so meine Tipps eben, warum du offen sein solltest, weil die Energie besser fließt, also du hast mehr Kraft, du wirst inspirierter und du bist dadurch eigentlich unverletzbarer, als wenn du dir immer nur vorstellst: Schutzschild, Schutzschild, Schutzschild. Okay, wenn du eine Frage zu dem Thema hast, schreib es mir in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Wenn du ein Thema hast, wo du sagst: Okay, behandle das mal, schreib es mir auch in die Kommentare rein. Ich mache gern mal ein Video drüber. Und wenn du das Gefühl hast, es sitzt was bei dir, naja, vielleicht machst du dir mal bei mir einen Termin aus, da können wir energetisch sicher arbeiten. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz, und freut mich, dass du dabei warst, und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss, alles Gute.